Und wo fährt der Markus wohl wieder hin? An diesem schönen Herbsttag. Und was ist das für eine Kapelle? Das ist die Jakobskapelle. Die liegt über Gengenbach. Ich bin jetzt also in Gengenbach, um einen Stellplatz zu suchen, den es noch gar nicht gibt. Aber in Kürze wird ein Stellplatz eröffnet, und zwar zum Christkindmarkt 2015 hin. Der Betreiber wird der Wilfried Junglas sein. Den kennt ihr vom Stellplatz Meißenheim. Meißenheim ist von hier ca. 30 km entfernt. Dann haben wir in 40 km Entfernung von hier, da steht die größte Kuckucksuhr von der Welt. Und Deutschlands höchste Wasserfälle sind da. In 30 km von hier haben wir eine Rodelbahn und ein Freilichtmuseum. Also hier ist jede Menge. Und wenn man Richtung Frankreich schaut, in die Richtung, kommt ihr dann irgendwo der Europapark Rust. Ja, und jetzt bin ich eben bei dieser Jakobskapelle. Von hier hat man dann auch einen schönen Überblick über Gengenbach. Und Gengenbach möchte ich euch zeigen. Diese historische Stadt mit den schönen Fachwerkhäusern. Hier finden wir eine intakte historische Türme-Silhouette, deren zwei Kirchtürme und fünf Türmen der einstigen Stadtmauer angehören. Jetzt befinde ich mich beim Kinzigtor der ehemaligen Reichsstadt. Sobald man hinter dem Tor ist, fallen einem die gepflegten Häuser in verschiedenen Farben auf. Am schönsten ist die Rundumsicht beim historischen Marktplatz. Ein Haus schöner wie das andere. Ganz besonders fällt einem das Rathaus mit deren Vielzahl Fenster auf. Ebenso gefällt einem oben am Dach die Uhr mit den drei Figuren. In Gengenbach bieten sich genügend Eisdielen, Cafés, Restaurants und Bistros uns Gästen an. Diese Auswahl an Lokalen genügt also für einen Aufenthalt mit mehreren Tagen. Auch den Störchen gefällt es hier im Ort. Nur leider sind diese jetzt gerade in Afrika in den Ferien. Schaut man in die Gassen, findet man viele schmucke Häuser. Und wieder eine schöne Häuserfront und im Hintergrund der Turm der Stadtkirche. Nun bin ich beim Obertor angekommen. An der Turmwand zeigt mir die Sonnenuhr die Uhrzeit. Habe also genügend Zeit, um auf den Balkon hochzugehen. Von hier aus genieße ich einen tollen Ausblick über die Viktor-Kretz-Straße. Diese Altstadt ist eine der schönsten denkmalgeschützten Innenstadt Deutschlands. Mit romantischen Gassen, imposanten Türmen und der vielen Fachwerkhäusern. Noch ein Blick zum großen Abteigebäude. Heute ist hier eine Fachhochschule untergebracht. Bevor ich die Stadt verlasse, laufe ich zu einem Überbleibsel der Stadtmauer. Ein Blick zurück zur Stadtkirche. Vor der Stadt habe ich parkiert. Und bevor ich das Stellplatzgelände aufsuche, schaue ich nochmals an die Rebberge und über die Kinzig. Der Stellplatz liegt ganz nah beim Rewe und von hier aus möchte ich euch den Anfahrweg zeigen. Der Rewe liegt links, ca. 100 Meter weiter ist die Einfahrt zum Stellplatzgelände. Ich fahre schon einmal vor und zeige den Anfahrweg. Auf der rechten Seite haben sie ihr Ziel erreicht. Ja, und nun sind wir also hier bei der ehemaligen Eislauffläche. Das Gelände hier wird zum Stellplatz und es soll Stellflächen für 32 Fahrzeuge geben. Gleich nebendran ist der Damm, dann kommt die Kinzig. Und im Hintergrund sieht man die Brücke, über die man dann Gengenbach erreichen kann. Also in kurzer Zeit müssen hier noch Stromsäulen, der Boden wird noch flach gemacht und dann können wir mit den Fahrzeugen draufrollen. So, jetzt nehme ich also diesen Stellplatz auf, der noch gar keiner ist und da
kommen Fußgänger vorbei, haben mich erkannt, beides Wohnmobilisten, die wohnen hier in der Nähe und die schwärmen ja von ihrer Stadt. Ja, natürlich. Also Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, ja. Erzählen Sie, was ist da speziell? Und der Adventskalender, der größte Adventskalender der Welt steht im Guinness-Buch. Ja? Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Das Rathaus hat 24 Fenster. Ja. Die werden alle mit Künstlerbilder bestückt, die gemalt sind, die dann hinterher verkauft werden. Und jeden Abend wird dann eben ein Fenster geöffnet mit Ritual, kleines Theater, bisschen Musik. Ja, tönt und, interessant. Ja, und also kommen Zuschauer von überall her. Busse, Schweiz, Italien, Spanien, überall. Überall her. Jetzt war doch vom Elsass sind es viele da. Vom Elsass. Ja. Jetzt war doch bis jetzt Gegenbach nicht unbedingt Wohnmobil. Nein, gar nicht. Camper unfreundlich. Oh, waren die. Also, und jetzt, was sagen wir den Campern? Ab jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Ja, da steht nichts. Ja, hoffen wir doch. Herzlich willkommen. Das tut auch unserem Tourismus gut. Das glaube ich, ja. Ja. Ich war ja heute im Ort, der hat mir sehr gut gefallen, die historische Stadt. Man sieht immer wieder was Neues, wenn man hin und her läuft. Genau. Immer hat sie irgendwas. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass Lassen wir uns überraschen, dass es schön wird. Ja. Ja. Da wollen wir dem Wilfried Junglas schon mal Danke sagen. Es wird Zeit, dass es jetzt kommt endlich. Ja, jetzt kommt es ja. Unterwegs, wir schwärmen, wir geben Prospekte aus von unserer Stadt und alle fragen, haben Sie einen Wohnmobilplatz? Und wir müssen sagen, nein. Enttäuschen. Also das ist schon schlimm. Also da muss ich an die Stadtväter schon mal sagen, ihr wusstet gar nicht oder wisst gar nicht, wie viel Kohle euch schon flöte ging, weil ihr keinen Stellplatz hattet. So ist es. So ist es. So ist es. Ja, genau so ist es. Gut, jetzt haben wir genügend gemotzt. Jetzt geht's ja los. Der Wilfried wird schon bald eröffnen und dann sehen wir weiter. Im Frühling komme ich wieder, dann machen wir wieder neue Aufnahmen, wenn der Platz auch fertig ist. Euch zwei sage ich vielen Dank, dass ihr da kurz vor das Mikrofon kamt. Und für euch ist es natürlich nicht so interessant mit dem Wohnmobil hier hin. Also dafür gehen wir dann am meisten heim. Sehr gut. Ich werde auch mal eine Nacht oder zwei hierher fahren, so ist nicht. Gut. Ja, aus nur Spaß. Aus Gaudi. Genau. Und schauen. Ja. Also. Da trifft man viele Leute, kennenlernt und so weiter und so. Ja, schon toll. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Auch, und macht's gut. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, hoffe doch. Ja. Und sonst einfach im Internet. Ja. Im Internet, ja. Also. Recherchieren wir immer, was sie da anbieten oder was sie zeigen. Schön, das freut mich. Ja. Also, dann bis bald. Hatten wir jetzt alles gezeigt. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Wir sehen uns. Genau.